Simon, wir waren uns auf der Tribüne alle einig, das war ein richtig gutes Fußballspiel. Wie hast du es auf dem Rasen empfunden? Ja, ähnlich. Ich denke, es ging direkt zur Sache. War kein langes Abtasten, Chancen hüben wie drüben. Zum Glück sind wir eins in Führung gegangen, aber konnten es leider nicht so lange halten. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal Druck entfacht, haben versucht, auf den Siegtreffer zu spielen. Leider hat das nicht geklappt. Die Mannschaft hat heute gezeigt, was sie kann. Natürlich ist vieles noch ausbaufähig, aber ich denke, so in einigen Aktionen ist durchaus die Qualität der Mannschaft aufgeblitzt. Gut, zumindest was Leidenschaft, Engagement und einfach die Emotionen halt angeht. Ich denke, fußballerisch können wir immer was verbessern, klar. Wir sind ganz am Anfang der Saison, aber wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir gerade die Heimspiele anders angehen wollen als das letzte Jahr. Und ich denke, das Publikum heute mit der Mannschaft zusammen auf dem Rasen, das ist der VfL, so wie wir ihn hier haben wollen in Bochum, im Ruhrstadion und im Revierpowerstadion. Und darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Die beiden Tore, schon ein bisschen kurios. Da war da noch so ein bisschen Nervosität in den Klamotten? Ja, das erste habe ich gar nicht genau so gesehen. Also ich habe am Ende gesehen, wie der Ball reingegangen ist. Ich denke, es ist Dani einfach gut nachgegangen. Klar, das Gegentor ist ein Fehler, die passieren einfach. Das ist ein Mannschaftssport. Wir hätten auch in der zweiten Halbzeit die Möglichkeit gehabt, das Ding noch so für uns zu entscheiden. Haben wir auch nicht gemacht. Hinten wird halt jeder Fehler bestraft, das wissen wir. Aber überhaupt gar kein Vorwurf. Wir stehen als Mannschaft dahinter. Und ich denke, das ist auch das, was uns dieses Jahr auszeichnen sollte. Und von daher sind wir mit dem Auftakt dahingehend zufrieden, dass wir einfach ein Zeichen gesetzt haben, wie es diese Saison leidenschaftlich und von der ganzen Art her Fußball zu spielen aussehen soll. Muss ich sauber erklären. Ich spiele ihn zurück, treffe ihn nicht so sauber, muss ihn dann natürlich auch fester spielen und dann auch ein bisschen weg vom Tor. Also eigentlich alles in dem Moment falsch gemacht, was man falsch machen kann. Normalerweise drehe ich raus und haue den Ball weg. In dem Moment habe ich es nicht gemacht und war definitiv die falsche Lösung. Und tut mir dann leid, dass wir wegen dem einen Fauxpas dann eben nur einen Punkt haben. Ja. Wie hast du denn die Kulisse heute empfunden? Wir haben vorhin schon mal mit Patrick Fabian gesprochen, der ist natürlich schon ein paar Jahre her, hat gesagt, hat er lange nicht mehr erlebt in der Form. Ja, war genial, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn man auf die Kurve spielt. Ich denke, wir haben die Zuschauer mitgenommen mit unserer Spielweise. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und dann ist es einfach so ein Geben und Nehmen. Das hat, das war schon ein Gänsehaut. Eigentlich fast so ähnlich wie das letzte Mal, wo ich da war. Und das war vor 6 Jahren, glaube ich. Das war noch Bundesliga. Ich mit Karlsruhe hier gespielt gegen euch, es war immer schwierig. Die Fans haben auch gezeigt, glaube ich, dass sie wollen, dass sie auch die Mannschaft unterstützen wollen. Und ich glaube, man hat auch schon die letzten Tage und Wochen gemerkt, dass eine gewisse Euphorie da ist im Umfeld. Fährt man denn jetzt auch mit einem anderen Gefühl nach Aue? Das ist ja eine Tour, die wir jetzt traditionell nicht ganz so gerne machen. Ja, ist eigentlich scheißegal, wo wir nächste Woche hinfahren. Wir wollen 3 Punkte holen. Ich denke, jetzt in Aue zu spielen, ist gar nicht so verkehrt. Da sind die Bedingungen noch so, wie man sie gerne vorfinden will als Fußballer. Und von daher heißt es da genauso auftreten wie gerade eben. Und dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir diese Saison deutlich besser abschneiden als die letzte. Für dich ein Einstand nach Maß? Ja, ich freue mich natürlich, dass ich getroffen habe, aber leider hat es nicht für 3 Punkte gereicht. Das ist die Floskel, aber ist nun mal so.